und dann ihr eigenes Kind im Anschluss töten musste und es dann zu Kannibalismus kam. Und das sind Dinge, ja, da werden Staatsanwälte genannt, Polizeibeamte, Lehrer, Politiker. Also es zieht sich durch alle Schichten. Was haben die davon? Was haben diese Kulte davon, sowas Krankes zu machen? Die Energie dann dieses anderen getöteten Lebewesens in sich aufnehmen. Das sind Vorstellungen, an die die schon glauben und die aus ihrer Sicht dann sozusagen rechtfertigen. Das aber, ist das eine. Aber funktionieren tut das nicht. So, Freunde, ich habe hier Herrn Dr. Marcel Polten am Start. Und glaubt es mir, wenn ich das euch sage, ich habe noch nie so lange gebraucht, um ein, in Anführungsstrichen, Interview mit irgendeiner Person zu starten. Und wir versuchen es jetzt seit einer Stunde und 18 Minuten. Und ich hoffe, dass es diesmal funktionieren wird. Grüß dich, Marcel. Willst du dich kurz vorstellen? Marcel, ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, auf deinem Kanal hier sprechen zu dürfen. Bin Jurist, habe lange als Anwalt gearbeitet und die letzten Jahre auch viel zu verschiedenen Themen recherchiert und habe da letztes Jahr auch ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Dunkle neue Weltordnung, wo es um die Themen geht, rituelle Gewalt und Mind Control. Ja, jetzt kam vor kurzem, ja, werden wir darauf eingehen, von Xavier Nadio ein kurzes Video, wo es um den Begriff Adrenochrom ging und das sind genau die Themen, die ich hier recherchiert habe und durch sehr seriöse Fakten auch unterlegt habe. Also da gibt es sehr viele Quellenangaben, weil das ja wirklich Themen sind, die mag man gar nicht glauben. Ja, so sind wir ja überhaupt aufeinander gestoßen. Ich habe ja auf das Video von Xavier reagiert, wo er den Heulausbruch hatte, wo er Bilder gesehen hatte von verstümmelten Kindern und hier und da und hast du nicht gesehen und bin mal ein wenig weiter in die Materie eingetaucht, weil halt aus dem Video man nicht entnehmen konnte, worum es sich da handelt. Hab ziemlich verstörende Sachen darüber gelesen, inwiefern die jetzt wahr sind. Und ich sag's jetzt hier schon mal, auch für dich, auch für jeden anderen, der zuguckt. Ich bin fast genauso unwissend wie ihr. Ich weiß so gut wie gar nichts von dem Thema. Ich weiß nicht, was da dran, also was man da glauben kann, was man nicht glauben kann, was ist erfunden, was ist nicht erfunden. Und ich denke mal, du kannst hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Ja, absolut, weil es ist tatsächlich so, man denkt, wenn man solche Dinge hört von solchen extremen Missbrauchsformen und dass Kindern hier Blut entnommen wird und solche Dinge, dass das nicht geben kann und dass das Verschwörungstheorien sind. Es ist aber tatsächlich so, dass sich sehr viel anhand seriöser Quellen nachweisen lässt. Und da müssen wir sozusagen Stück für Stück vorgehen, um uns dem Thema zu nähern. Also zunächst muss man sagen, es gibt tatsächlich sozusagen im Hintergrund unserer Gesellschaft sowas wie satanische Kulte oder Sekten. Da geht es um Familien, wo über die Generationen hinweg immer wieder Kinder missbraucht und diese satanische Agenda weitergegeben wird. Und das kommt nicht sozusagen aus irgendwelchen obskuren Internetquellen, sondern das sind tatsächlich Therapeuten, die da seit rund 30 Jahren mit solchen Fällen arbeiten, sowohl aus den USA als auch mittlerweile sehr viele Therapeuten aus Deutschland, bei denen Menschen in der Praxis landen, wo oft dann erst im Laufe der Therapie auf einmal rauskommt, sie kommen aus so einer satanischen Familie und haben wirklich schwerste Formen von Missbrauch, von Folter erlebt, haben an Opferungen teilgenommen, Kannibalismus, also ganz schreckliche Dinge werden da berichtet. Kannibalismus? Ja, auch das leider. Dass es kranke Menschen gibt, ich glaube, darüber sind sich alle einig. Wenn man hört, 60-jähriger Mann vergreift sich an 4-5-jähriges Mädchen. Es gibt für mich fast nichts, was kranker ist als sowas. Und sowas gibt es ja tatsächlich. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren, dass es kranke Menschen definitiv gibt. Zu 100%. Aber Kannibalismus hier in Deutschland, das hört sich für mich, sage ich mal, sehr, sehr unglaubwürdig an. Ja, in der Tat sollte man meinen, dass es das hier nicht gibt. Natürlich sind die Täter, die sowas durchführen, nicht zivilisiert, sondern die verfolgen. Und das hat man rausgefunden, schon über Generationen hinweg eine satanische Agenda, wo leider solche Rituale, die auch mit Kannibalismus zu tun haben, dazu gehören. Und da gibt es beispielsweise auch eine sehr gute Dokumentation, findet man auch auf YouTube, die heißt Höllenleben von der Filmemacherin Liz Wieska-Strauch und die lief sogar auf ARD. Zwei Teile gibt es da von 2001 und 2003 und da berichtet zum Beispiel eine junge Frau davon und deren Schwester habe ich auch persönlich kennengelernt, die auch in diesem Kult drin war,
die berichtet genau davon, wie sie ein Kind austragen musste im Rahmen von so einem Ritual, auch selber ohne ärztliche Hilfe, und dann ihr eigenes Kind im Anschluss töten musste und es dann zu Kannibalismus kam. Und das sind Dinge, ja, das sind leider Dinge, genauso wie ich es gesagt habe. Ich muss das gerade mal kurz verarbeiten. Eine Frau gebärt ihr Kind nach neun Monaten, wo sie das Kind im Bauch getragen hat. Die haben ja eine Bindung zueinander. Vor anderen Leuten, wie soll ich mir das vorstellen? Die liegt dann auf so einem Tisch wie in Filmen. Die liegt auf so einem Tisch mit Kerzen drum oder wie? Und da stehen dann so Leute mit Kutten, mit so Manteln wie Jedi-Krieger. Und die kriegt dann das Kind ohne Hilfe. Und dann müssen die das, dann essen die ein lebendiges Kind? Es ist leider das, was immer wieder berichtet wird, und da sozusagen noch mal einen Schritt zurück. Das sind Berichte, die von Therapeuten, also Psychologen, Psychiatern kommen, die in Fachzeitschriften oder in Fachbüchern veröffentlicht werden seit 30 Jahren aus den USA und auch aus Deutschland. Und beispielsweise letztes Jahr hat das Bistum Münster, die haben an der Sektenberatungsstelle eine Fachtagung ausgerichtet. Da sind 140 Therapeuten, Betroffene, also die aus so Kulten kommen, Polizeibeamte und auch Mediziner zusammengekommen und haben über diese Dinge geredet. Also es sind nicht gerade wenige, die damit zu tun haben. Und das war auch nicht gerade die erste Fachtagung. Allein an der großen Zahl an Beteiligten sieht man, das ist ein massives Problem. Und eine Therapeutin schreibt tatsächlich in ihrem Fachbuch, dass das ein brennendes Problem in den Praxen von deutschen Therapeuten ist. Diese Fälle, wo genau solche Dinge berichtet werden. Boah, das trifft mich gerade echt so wie ein Schock. Als würdest du aus Versehen so in die Steckdose greifen. Ich denke mal nicht, dass du hier unnötig Lügen verbreiten willst oder verarschen willst. Oder ist ja nichts, womit man Spaß macht. Aber was ich mir jetzt gerade denke, kann das sein, dass die Person, die Frau, die das erzählt hat, vielleicht einen an der Waffel hat? Vielleicht hat die einfach gelogen. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut, klar. Habt ihr das auch mal in Betracht gezogen? Klar, man muss alles in Betracht ziehen. In dem Fall war es sogar so, die beiden Schwestern, die wurden im Rahmen dieser ARD-Dokumentation interviewt. Die hatten 10 Jahre keinen Kontakt mehr miteinander. Und dann wurden unabhängig voneinander beide befragt. Und beide haben auch gerade, was hier diese Sache mit dem Baby, was dann getötet wurde, anbelangt, auch dieselbe Geschichte unabhängig voneinander geliefert. Und vor allem ist es ja so, ist jetzt nicht nur diese Frau, die sowas behauptet. Es gibt unzählige solcher Berichte. Okay. Und ich will mal ein konkretes Beispiel nennen. Es gab eine Datenerhebung. Das heißt, man hat hier Therapeuten aus Deutschland befragt mit einem Fragebogen. Und das war nur in den kleinen Bundesländern Saarland, Rheinland-Pfalz, im Ruhrgebiet, wo man mal Therapeuten angesprochen hat. Allein bei dieser kleinen Umfrage kam raus, es gab 212 Fälle von dieser sogenannten rituellen Gewalt. Und da wurden schon 42 Tötungsdelikte berichtet. Ja. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob bei manchen dieser Tötungsdelikte in Wahrheit gar keiner ums Leben gekommen ist, dass sozusagen in der Tat nur inszeniert war, vorgespielt war. Aber man weiß genauso, dass wenn da mal Tötungsdelikt angekreuzt war, in vielen Fällen wahrscheinlich sogar mehrere Tötungsfälle hintersteckten, weil üblicherweise, wenn jemand in so einem Kult ist, der erlebt so ein Ritual nicht nur einmal, das kommt sozusagen immer wieder vor, wo es nämlich auch darum geht, dass die Kinder selber schon sehr früh lernen, zu Tätern zu werden. Das heißt, die müssen andere Kinder sogar töten. Und da gibt es in den Fachbüchern Berichte, wo sogar geschrieben wird, dass ein Kind extra erstmal eine Bindung aufbauen muss zu einem anderen Kind und dieses Kind dann, damit sozusagen die Aufgabe noch schwieriger ist, anschließend töten muss. Und das ist leider an der Tagesordnung dort. Das ist echt, da kriegt man einfach einen Schock. Das ist so ein kalter Schauer, der einem den Rücken runterläuft. Und du sagst, es sind viele Leute, die das berichtet haben. Aber im Endeffekt, die zwei Frauen jetzt, um auf die zurückzukommen, die haben sich ja strafbar gemacht, wenn die sowas schon vor Kamera zugegeben haben. Du hast gesagt, ARD hat das ausgestrahlt. Ich weiß das jetzt nicht, ich habe das nicht gesehen, aber im Endeffekt haben die sich ja des Mordes selbst beschuldigt. Absolut. Also natürlich müsste man prüfen, inwieweit ist derjenige tatsächlich strafbar? Ist er vielleicht, weil er nicht anders konnte, in einer Konfliktsituation war, hat er zwar diesen, man sagt, einen Straftatbestand erfüllt,
aber vielleicht nicht rechtswidrig oder vielleicht sogar nicht schuldhaft gehandelt. Also wie zum Beispiel jemand, Okay, der ich hatte extrem vergessen, betrunken dass ist. du Ja. Anwalt bist. Ich hatte Genau, vergessen, also dass du das, Anwalt aber bist. trotzdem, du hast völlig recht. Und das ist auch eines von vielen Mitteln, wo die Täter es schaffen, dass diese Opfer aus den Kulten unter Kontrolle gehalten werden, weil sie ihnen sagen, du hast ja da selber hier Verbrechen geübt. Wenn du Erpressen, jetzt ja. genau zur Polizei gehst, dann hängst du mit drin. Ja? Und da gibt es natürlich wenige, die sowas dann sich trauen zuzugeben. Aber wie gesagt, es sind sehr viele und da fragt man sich natürlich dann auch, wenn da so viele Tötungsdelikte sind, woher kommen denn die Kinder? Die müssen noch vermisst werden. Und da ist aber auch mittlerweile bekannt, man stößt immer Das ist eine wieder auf gute den. Frage, auf die bin ich gar Genau, nicht gekommen. Das ist eine super genau. Frage. Das Werden die ist auch eine. wirklich vermisst, diese Kinder, die angeblich verschwinden? Ja, es ist so, man stößt immer wieder auf den Begriff der Brüterinnen oder im Englischen Breeders genannt. Das heißt, es gibt da Frauen im Kult, die haben nur eine einzige Aufgabe, nämlich immer wieder Kinder auf die Welt zu bringen, die dann auch nicht registriert werden. Es gibt Berichte, dass es da Ärzte auch und Psychologen mitarbeiten mit diesen Kulten, auch helfen Also bei ziemlich solchen tief Dingen. verstrickt, meinst du? Ja, Wie zum Beispiel in so Filmen. also es ist so. Also zunächst mal sollte einfach jeder mal, es reicht bei Amazon einzugeben, das Stichwort rituelle Gewalt. Okay. Da findet man schon diese ganzen Fachbücher von deutschen Therapeuten und kann sich einfach mal die Beschreibung durchlesen. Da werden genau diese Themen angesprochen. Oder man geht mal auf die Seite vom ja, Bistum Münster zum Thema rituelle Gewalt. Da gibt es auch weitere Informationen dazu. Also es sind seriöse Quellen. Und die Frage, die du jetzt gestellt hast, wie weit reicht das? Also es ist schon so, dass die Überlebenden immer wieder davon berichten, dass Täter aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen kommen. Da werden Staatsanwälte genannt, Polizeibeamte, Lehrer, Politiker. Also es zieht sich durch alle Schichten. Auch das hat einen Sinn, weil diese Kulte schon danach streben, Macht zu erlangen in der Gesellschaft und gezielt dann ihre Mitglieder zum einen vorbereiten, solche Rollen dann zu übernehmen später im Leben. Und der andere Punkt ist, dass auch sehr viele Personen unter Kontrolle gebracht werden, zwecks Erpressung. Man stößt immer wieder darauf, dass Kinder oder Jugendliche eingesetzt werden für Prostitution. Und das heißt, da werden dann einflussreiche Menschen mit Kindern zusammengebracht. Die werden oft dann noch unter Drogen gesetzt, also sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder. Das heißt, die Erwachsenen verhalten sich dann vielleicht auch anders, als sie normalerweise sich verhalten würden. Und dann wird halt dieser Vorfall, sage ich mal, gefilmt. Und natürlich ab dem Zeitpunkt ist die Person unter der Kontrolle dieser Kreise dann. Das ist ja hochgradig krank, also wirklich. Das kann man ja fast schon gar nicht mehr in Worte fassen. Aber was mich brennend, brennend, brennend interessiert und warum ich das jetzt auch anspreche, was haben die davon? Was haben diese Kulte davon, sowas Krankes zu machen? Das ist ja in unseren Vorstellungen krank. Ja, absolut. Also sind verschiedene Motive. Ich sage mal, diejenigen, die da an der Spitze sind, die glauben schon an diese satanische Agenda, die sie da verfolgen. Die glauben an dämonische Kräfte. Sie glauben daran, wenn sie Blut zu sich nehmen, dass sie die Energie dann dieses anderen getöteten Lebewesens in sich aufnehmen. Okay. Das sind Vorstellungen, an die die schon glauben und die aus ihrer Sicht dann sozusagen rechtfertigen, warum es hierzu, was Xavier Naidoo da anspricht, dazu kommt, dass Blut von Kindern getrunken wird oder sogar halt Kannibalismus praktiziert wird. Das ist Aber das eine. Ja. funktionieren tut das nicht. Das gehe ich mal von aus. Ich kann es nicht sagen. Okay, Ja. ja, es gibt ja, Das, um das mal kurz, weil das klingt für mich hochgradig bekloppt, aber ich habe gerade mal kurz die Parallelen gezogen. Als ein Beispiel im Islam, wenn ein Kind geboren wird, wird auch ein Schaf genommen, Hals abgeschnitten, das Blut davon, da gibt es ja auch Rituale. Oder im Christentum gibt es ja auch Rituale, die durchgeführt werden. In Afrika gibt es extreme Rituale. Bei den Wikingern gab es ja auch Rituale. Das sind ja Ja. Tatsachen, wo zum Beispiel vor einer Schlacht einer, wenn das eine große Schlacht war, wurde jemand geopfert, ein Mensch geopfert, der einen hohen Rang hatte, waren das kleinere Schlachten, wurden niedrigrangigere Menschen geopfert. Das heißt, die wurden da aufgehangen, deren umgedreht aufgehangen, deren Hals wurde abgeschnitten, Blut lief aus. Und die haben das gerne gemacht, weil das für die hieß, die kommen nach Valhalla.
Das sind ja Tatsachen, das waren ja auch Menschen. Klar. So Rituale, kranke Rituale gibt's überall. Gibt's, aber ich hätte nicht gedacht, dass es zu unserer Zeit, ja, wir sind einfach, wir befinden uns im Jahr 2020, so, man hat andere Sorgen und dann hört man einfach sowas und denkt, man ist wieder zurückversetzt ins Mittelalter. Da wurden ja auch Frauen, die eine andere Meinung hatten, als Hexen hingestellt und einfach verbrannt. Ja. Man weiß ja, es gab halt keine Hexen, aber das wurde halt gemacht. Also kranke Sachen hat man in der Menschheitsgeschichte schon immer gemacht. Aber dass das immer noch in unserem Jahrhundert, in unserer Zeit passiert, das ist das, was mich gerade extrem schockiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu 100% den Tatsachen entspricht, aber so wie du das darstellst, so mit den Augenzeugen berichten und hier und da und tralala, warum sollten so viele Leute sich das aus der Nase ziehen? Das ist das, was ich mich frage. Was haben die davon, über sowas zu lügen? Ja, und das führt ja noch viel, viel weiter alles. Also wie gesagt, das, was ich jetzt beschrieben habe, das sind wirklich Dinge, wo ich sagen kann, die sind zweifelsfrei seit langem schon belegt. Wie gesagt, man muss sich diese ganzen, kann man sich mal anschauen, diese Fachliteratur, Höllenleben oder andere. Ja, definitiv, werde ich mir alles nach reinziehen. Genau. Kannst also du mir nachher alle die Links und so schicken? Das schicke ich dir mal interessant, zu. Interessant, definitiv. Und deswegen hat es mich, muss ich sagen, auch sehr geärgert, dass als Reaktion dann auf das sehr emotionale Video von Xavier Naidoo dann die Presse zum Teil sehr krass reagiert hat. Also ich habe jetzt hier mal eine Überschrift ausgedruckt von Focus Online. Da steht dann, und das ist die Überschrift, neues Video, Doppelpunkt, jetzt faselt Verschwörungstheoretiker Naidoo von bluttrinkenden Kinderschändern. Das halte ich insofern für sehr, sehr problematisch, weil nicht nur natürlich der Naidoo hier verächtlich gemacht wird, sondern vor allem, man muss sehen, diese Dinge passieren nachweisbar in unserer Gesellschaft und zwar schon lange. Und ein Problem dieser Überlebenden war schon immer, dass man ihnen nicht glaubt, weil natürlich Menschen, auch Polizeibeamten, die mit sowas vorher noch nichts zu tun hatten, so reagieren wie du jetzt gerade mit Unglauben, weil man kann es einfach nicht fassen, dass so schlimme Dinge passieren. Und wenn jetzt aber in der Presse noch bluttrinkende Kinderschänder mit Verschwörungstheorien in Zusammenhang gebracht werden, dann traut sich natürlich ein Überlebender erst recht nicht, mit diesen Erfahrungen an irgendeine Stelle, sei es jetzt Polizei oder vielleicht sogar einen Psychiater zu gehen, weil er befürchten muss, er wird dafür verrückt erklärt. Als Verrückter, weil, als Wahnsinniger. Genau, die Presse schreibt es ja. Ich habe ja selbst so reagiert. Ich habe ja selbst klar, so gedacht, die spinnen doch, da ist doch alles Schwachsinn. Das Gleiche ist zum Beispiel mit, keine Ahnung, wenn mir jetzt einer über den Weg laufen würde, der mir erzählt, ja, ich bin einem Yeti begegnet oder einem Bigfoot oder Loch Ness bei uns hier im See. Weißt du, was ich meine? Das ist ja ungefähr auf einer Stufe. Ist klar, dass die Leute sowas denken. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich war offen dem Ganzen gegenüber, skeptisch, ja. Ich war offen dem Ganzen gegenüber. Warum? Weil ich schon viel, viel Scheiß gelesen habe und gehört habe. Und man sieht es an der Geschichte der Menschheit. Man sieht es jetzt immer noch. So, es gibt zu viele kranke Menschen. Also ohne Scheiß, es gibt zu viele kranke Menschen. Allein das erste Beispiel, was ich genannt habe, oder hier das mit den ganzen Priestern, das ist ja auch eine Tatsache, war doch vor einigen Jahren eine Tatsache. Die ganzen Priester mit den jungen Burschen und den Mädels, was zu richtig krassen Skandalen geführt hat. Das ist ja auch schon hochgradig krank. Aber okay, dass die so bekloppt sind und wirklich Blut trinken, einige Kulte, Sekten, in Amerika gibt es ja auch richtig kranke Sekten, ob nun Scientology oder was weiß ich kenne mich damit nicht gut aus. Die machen ja auch verrückte Sachen, wie zum Beispiel, wenn du Scientologist bist, habe ich gelesen wegen Tom Cruise, irgendwie dürfen die keine Bluttransfusionen machen, wie bei den Zeugen Jehovas und dann lassen die lieber ihre Leute, ihre Familienangehörige sterben, als gegen die Regeln zu verstoßen, als gegen die Regeln ihrer Sekte zu verstoßen. Und das hier ist halt auch, denke ich mal, geht in dieselbe Richtung. Ja, die sind so krank, dass die kleine Kinder sogar bereit sind, umzubringen, um sich selbst angeblich Jugend zu geben. Und ich sage es dir so, wie es ist, es scheint ja nicht zu funktionieren. Ja, also falls es sowas wirklich gibt, scheint es ja auch nicht zu funktionieren, weil ich sehe jetzt keinen Milliardär, wie zum Beispiel einen Rothschild oder einen Rockefeller oder was weiß ich was, die jung aussehen.
Das scheint also nur so eine Art Hirngespinst vielleicht bei denen zu sein. Ich weiß es nicht. Du kennst dich ja besser damit aus. Ja, kannst du mir vielleicht mal was dazu sagen? Ob das und inwiefern das funktioniert, kann ich natürlich von außen auch nicht sagen. Ich weiß, es gibt aber diverse wissenschaftliche Studien, die sogar untersucht haben, welche Wirkung Blut hat, also positive Wirkung hat, von der wissenschaftlichen Seite her. Und auch Journalisten wie jetzt Oliver Janich, der hatte das Video hier rausgebracht von Xavier Naidoo, die sind an so Themen schon seit Jahren dran und berichten darüber und liefern auch die Fakten dazu. Insofern gibt es da schon Anzeichen, dass schon was dran sein kann, genauso wie ja, wenn wir jetzt mal konkret auf das Adrenochrom kommen, was der Xavier Naidoo da genannt hat, das ist ein Stoff, der entsteht im Blut als Folge von den extremen Schmerzen und der Angst des Opfers. Das heißt, da wird ein Stoff dann ausgeschüttet in das Blut. Der nennt sich dann Adrenochrom und der soll bestimmte Wirkungen haben. Ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. Dadurch sind halt die Kinder entstanden, die verstümmelt wurden, damit dieses Produkt erzeugt wird. So genau, heißt das ja. Oh, genau. Da habe ich überhaupt keinen Bock, ehrlich gesagt, darüber zu reden oder darüber nachzudenken. Das ist ja hochgradig krank. Ja, ich sag mal, das ist erstmal nichts anderes. Jeder kennt das. Wenn wir Stress haben, als Folge dieser Stressreaktion wird zum Beispiel Cortisol ausgeschüttet, was erstmal eine gute Sache ist, evolutionär gesehen, weil durch diesen Stoff werden wir sofort wach. Da geht das Blut auch von den Verdauungsorganen in die Muskulatur. Und es hat die Funktion, dass wir in einer Gefahrsituation sofort bereit sind für Kampf oder für Flucht. Das heißt, da ist es sehr ähnlich. Da wird durch eine Stressreaktion eine bestimmte Ausschüttung von Stoffen in das Blut bewirkt. Und offenbar in extremen Situationen, wo es um extreme Schmerzen, extreme Angst geht, geht so weit, dass dieses Adrenochrom dann entsteht. Und es ist nachgewiesen wissenschaftlich, dass Adrenochrom tatsächlich auch ähnliche Wirkungen hat wie zum Beispiel LSD, also eine berauschende Wirkung hat. Auch da gibt es sogar wissenschaftliche Aufsätze zu. Also insofern ist da grundsätzlich schon was dran. Ob das jetzt wirklich auch zu einer Verjüngung führt, wie gesagt, gibt es auch Hinweise aus wissenschaftlichen Artikeln drauf. Aber wie weit das tatsächlich funktioniert, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber das ist zumindest die Denkweise dieser Täter, die ja auch glauben, dass sie dann durch solche Opferungen dann irgendwelche Kontakte herstellen zu dämonischen Wesen und ähnlichen Dingen. Also die glauben an diese Dinge und das Schlimme ist halt, das passiert schon seit vielen, vielen Generationen und das ist, und zwar immer in so einem Familienkontext, ja, das ist nicht so, dass sich da irgendwie ein Verein bildet und da kommt von außen irgendwelche Mitglieder dann dazu, die sich für das Thema interessieren, das würden die nie machen, weil die absolut abgeschottet sind. Und da bringe ich noch mal ein Beispiel, und zwar die Kinder, die dort aufwachsen, bei denen wird ganz gezielt eine sogenannte Persönlichkeitsspaltung hervorgerufen. Auch das ist durch die Fachliteratur zweifelsfrei belegt, weil man da immer wieder auf dieselben Hinweise gestoßen ist. Das heißt, ein Kind wird so lange gequält und gefoltert und in Angst versetzt durch verschiedene Methoden, auch in Verbindung mit Drogen, mit Elektroschocks und Ähnlichem, bis all dieser Terror nicht mehr ausgehalten werden kann und sich dann als sozusagen ein Schutzmechanismus, ein psychologischer, die Persönlichkeit aufspaltet. Das heißt, da entsteht in dieser Person ein neuer Persönlichkeitsanteil. Da gab es vor kurzem so einen Kinofilm, der hieß, Switch? Nee, so ähnlich. Da ging es um so eine gespaltene Persönlichkeit. Split hieß der. Ach. Den kenne ich doch, der ist doch der Nachfolger von Dings, der ist doch vom gleichen Macher wie Bruce Willis, wo Bruce Willis Superkräfte hat und Split war dieser andere, der die Mädels entführt hatte und im Keller, das im Teil 1, in Teil 2 treffen dann er als Superheld und er als Bösewicht aufeinander. Split, genau, der hatte ja auch irgendwie 11, 12 Persönlichkeiten. Genau, und das ist Realität, also es gibt in der Psychologie gibt es eine psychische Störung, die heißt multiple Persönlichkeitsstörung oder dissoziative Identitätsstörung. Das genau. Das habe ich selbst gesehen. Fall. Das habe ich selbst gesehen. Wir haben eine Mieterin gehabt, die hatte das. Es gibt wirklich auf unserer Erde kranke, ekelhafte, also wirklich perverse, kranke Menschen. Es ist hochgradig bekloppt. Ich will sowas gar nicht glauben, was du mir hier erzählst. Ja, es ist.
Das ist leider so. Und gerade wenn es um diese multiplen Persönlichkeiten geht, da dauert es natürlich oft viele Jahre, ehe das aufgedeckt wird. Und das zeigt aber, wie krank und mit wie viel krimineller Energie diese Täter arbeiten. Das sind hier keine kleinen Gruppen, die sind weltweit vernetzt. Und deswegen ist es halt auch ein Thema, was jeden angeht. Jeden Mensch geht das an. Da spielt die Hautfarbe keine Rolle, da spielt die Herkunft keine Rolle, da spielt die politische Einstellung keine Rolle. Das muss uns alle interessieren, weil da im Hintergrund sehr, sehr krasse Dinge ablaufen und diese Kreise halt auch an die Macht streben. Und dieses Aufspalten der Persönlichkeit zeigt das, weil die tatsächlich in diesen Kindern bis zu 20, 30, 40 solcher Persönlichkeiten erschaffen, die dann programmiert werden für bestimmte Zwecke. Zum Beispiel ein Persönlichkeitsanteil ist dann da allein für Kinderprostitution und Kinderpornografie, weil damit Geld gemacht wird. Ja. Ein anderer Teil ist zum Beispiel da, um an Snuff-Filmen mitzuwirken. Snuff-Filme sind ja pornografische Filme, wo Kinder bis zum Tod gefoltert werden. Oh, ne. Nee, ja, die bringen, also oh. ich sage da auch nicht viel mehr, aber oh. da wird sehr viel Geld mit verdient. Ja, aber, das, hä, ja. aber wie kann man denn mit sowas Geld verdienen? Das musst du mir erklären. Ja, weil es leider Menschen gibt, die bereit sind, sehr viel Geld für solchen Sadismus zu zahlen. Also es gibt da einen Insider, der hat vor kurzem ein sehr langes Interview veröffentlicht, kann ich jedem empfehlen, der all diese Dinge auch erlebt hat. Jesse Marsen heißt der, da gibt es auf dem Kanal Connective Talk oder Connective Events dieses Interview zu sehen. Kannst du ja den Link einfach mal reinsetzen. Wie hat er das erlebt? Kurz bevor du weiter erzählst. Ja, wie hat er das denn erlebt? Er ist als Kind adoptiert worden von einem US-Soldaten und ist dann in diese Kreise reingeraten. Das heißt, er hat Kinderprostitution erlebt, aber auch solche Rituale und bis hin zu Kannibalismus, ja. Und er hat halt auch das erlebt, wo wir drüber gesprochen haben, dass die Kinder abgerichtet werden, selber zu Tätern, dass die sehr früh schon lernen müssen, andere Kinder zu missbrauchen und zu töten. Warum? Weil man auf die Weise sozusagen die nächste Tätergeneration schon heranzieht. Ja, die dann das wieder weitergeben an ihre Kinder. Und das alles für Geld, weil es einfach perverse Schweine gibt, die sich sowas gerne angucken. Ich kann mir gut vorstellen, irgendwelche Bastarde, irgendwelche Hurensöhne, die einfach 20 Yachten schon vor dem Haus stehen haben, nicht wissen, was sie mit ihrem Geld tun sollen und geilen sich an sowas auf. Ich habe ja auch Berichte von Menschen in Amerika, die einfach Menschen, andere Menschen gejagt haben. Die irgendwelche Penner aufgegabelt hatten oder hohe Summen bezahlt haben, ist ein paar Jahre her. War auch so ein Skandal, habe ich im Fernseher was mitgekriegt drüber. Da waren einfach reiche Jäger, ja, so der richtig reiche weiße Mann und hatten eine riesen Anlage und haben da Obdachlose, natürlich gegen Bezahlung derjenigen, die die gesammelt haben, ja, haben Obdachlose da gejagt. Wo ich mich frage, wie krank sind die Menschen? Es gibt ja auch Kranke, die jagen Löwen, Tiger, andere Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Das ist das kann keiner verneinen. Aber das ist ja genauso krank, ob du nur vom Aussterben bedrohten Tier jagst. Ich will nur sagen, guck mal, wie krank Menschen sind, wie krank einige Menschen sind. Nur der menschliche Verstand kann in diesen Dimensionen krank denken. Mhm. Ich fahre einen Vogel an und habe 3 Tage ein schlechtes Gewissen. 3 Tage kann ich nicht schlafen. Und dann gibt es solche Menschen, die andere Menschen zu Tausenden in den Krieg ziehen lassen und einfach Befehl geben, ja, töte mal diese Ortschaft, werf mal Bomben da drauf, es sterben Hunderte von Menschen. Wie geht das? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, und genau dazu kann ich dir noch was sagen. Dieser Jesse Marsen, gerade weil du es ansprichst, der berichtet detailliert davon, wie er mit anderen Kindern als sogenannte Jagdschweine nackt nur mit Motorradstiefeln bekleidet, weil nämlich in den Motorradstiefeln Sender drin waren, damit die auch wirklich nicht entkommen können, losgeschickt wurde. Und dann wurden die gejagt. Und wer glaubt, dass das wieder so eine Verschwörungstheorie ist, er berichtet auch selber davon, es gab vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren im ZDF sogar einen Film, Jagdgesellschaft heißt der, wo es genau um diese Dinge geht. Ja? Und da haben wirklich die Produzenten das monatelang recherchiert und sind genau auch auf diese Jagddinge, Kinderprostitution, Rituale gestoßen. Das war eines der wenigen Fälle, wo mal hier in so einem Mainstream-Sender das gebracht wurde. Und das bestätigt genau das, was du gesagt hast.
Du hast gerade was Interessantes gesagt, nämlich Verschwörungstheorie. Das Ding ist, Ja. alles wird unter dem Deckmantel Verschwörungstheorie reingepackt und alle denken dann direkt, nö, da kann gar nichts mehr stimmen. Ja, klar, Ja. wenn man einige Sachen hört, wie es gibt Echsenmenschen, da kenne ich mich jetzt auch nicht mit aus, habe ich aber gehört, da fängt man an zu schmunzeln oder die Erde ist eine Scheibe oder ist hohl innen drin oder keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich mit der ganzen Materie nicht aus. Das kann sein, dass das alles stimmt, aber ich habe mich damit nicht befasst und ich gehe nicht davon aus, dass es stimmt. Vielleicht befasse ich mich mal damit und finde heraus, dass es stimmt. Aber es ist halt so viel da reingepackt unter diesem Deckmantel Verschwörungstheorie, dass jeder sofort die Keule auspackt und sagt, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie. Aber das, worüber wir gerade reden, mit Mensch, mit satanistischen Kulten etc., sowas gab es in der Geschichte schon immer. Es ist ja Ja. bewiesen, es gibt kranke Menschen einfach so. Horizont für die Krankheit an Men des Menschen der menschlichen Gedanken ist ja grenzenlos. Es ist ja Ja. grenzenlos, wirklich, bei Gott, es ist grenzenlos. Guck dir mal in Palästina oder in anderen Kriegsgebieten an, wie kleine Kinder da verstümmelt liegen. Das ist das, was Krieg macht. Und es gibt in meinen Augen nichts Krankeres als Krieg. Und es gibt es überall immer noch. Amerika greift da an, die greifen da an. Kindersoldaten in Afrika. Das heißt, es ist ja auf dem Krankheitsgrad das, was du erzählst, so wahrscheinlich in meinen Augen. Wie gesagt, ich bin null in der Materie drin, aber es ist für mich genauso krank wie die ganzen anderen Sachen, die auch öffentlich gemacht werden. Warum versucht Ja. man ausgerechnet das Ja. zu unterdrücken von den Medien? Du hast ja gerade selbst über einen Artikel gesprochen. Ich hab mich jetzt damit nicht befasst, wie die Leute auf Xaviers Video reagiert haben, aber warum wird das versucht klein zu machen? Warum versucht man das klein zu machen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ein konkretes Beispiel. Ich habe einem Journalisten vom Spiegel vor langer Zeit eine E-Mail geschickt, auf das Thema aufmerksam gemacht. Er hat sich dann nach einem Monat mal zurückgemeldet, hat gesagt, hat jetzt die E-Mail gesehen. Es interessiert ihn mal, um was geht's da? Ich habe ihm dann da seriöse Quellen geschickt, Hinweise auf diese Fachliteratur, auf diese Studien zu dieser rituellen Gewalt. Und dann länger auch nichts von ihm gehört. Dann habe ich mal nachgefragt. Und meldete sich dann auch zurück und sagte mir, ja gut, jetzt wegen Corona seien alle abgezogen worden von anderen Themen. Es geht jetzt sozusagen nur noch um Corona. Ja. Und es gibt jetzt ja auch keinen aktuellen Aufhänger, um da irgendwas zu bringen. Jetzt ist es ja so, also ich sage mal, wenn ich Journalist wäre und ich hätte davon keine Ahnung, jemand würde mich auf dieses Thema stoßen, würde mich mit seriösen Quellen versorgen. Ich würde an nichts anderes denken, als das aufzudecken, sage ich mal. Ich brauche da jetzt nicht nochmal irgendeinen besonderen Aufhänger. Aber Ja, ich so war weiß, was das du halt, ja. meinst. Bei mir Und ich hat ja habe auch Neugierde eine Riesenrolle gespielt. Es hat mich absolut, einfach ja. tierisch neugierig gemacht, aber um die Journalisten mal in Schutz zu nehmen, bei denen geht es nur um Zahlen. Deswegen siehst du immer solche Titel. Wenn da jetzt steht, ein Xavier Naidoo, der sowieso schon einen schlechten Ruf hat, da steht da noch was Negatives über ihn. Da machst du einfach viel höhere Quoten. Es ist einfach so, als wenn du jetzt, sage ich mal, was Seriöses hinschreibst, was Vernünftiges, was ihn nicht so Absolut, ja. diffamiert. Es ist auch bei uns auf YouTube ist das genauso. Die Titel, die wir schreiben, locken auch Leute an. Man will ja irgendwie sein Brot, sein Geld verdienen, aber irgendwo bin ich noch eine Einzelperson, Privatperson und mache das auch, damit es Spaß macht. Und das war für mich einfach ein Thema, wo ich mich gefragt habe, okay, das ist so krass, dieses Thema, vor allem weil ich ja selber ein ziemlich großer Gegner von Pädophilen bin. Ich habe selbst eine kleine Tochter und auch abgesehen davon, jeder Mensch, jeder normal denkende Mensch ist gegen sowas. Allgemein Ja. gegen Gewalt, gegen falsche Sachen, also falsche Taten. Verstehst du? Und der Ja, Journalist absolut. hat sich gedacht, Corona bringt zurzeit die meisten Dings, die meiste Aufmerksamkeit, man muss sich darum kümmern. Für die ist das, denke ich mal, relativ irrelevant. Auch wenn es ein brenzliges Thema ist, worüber man berichten sollte. Man sollte auch zum Beispiel über Tote in Palästina berichten, über Tote in Afrika, über die Kinderarmeen da, über Hungersnöte in Amerika. Es gibt ja da Städte, da herrscht schlimmere Hungersnot als in einige afrikanische Dörfer. Es gibt so viel, worüber man berichten kann. Klar. Kann ja sein, dass die deswegen sich nicht darum gekümmert haben. Oder die haben Angst, dass zu viele Verrückte davon Wind kriegen. Du hast ja gesagt, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass dieses Adrenochrom wirklich so
eine Wirkung hat wie LSD, dass man aufgeputscht ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und es gibt genug Verrückte, bevor jetzt die ganze Welt davon erfährt und noch mehr Kinder oder so entführt werden. Das ist jetzt meine Idee. Mhm. Denken die sich, drücken wir das, löschen wir das Feuer direkt, dass es bei den wenigen bleibt, bei diesen wenigen Kulten, satanistischen Kulten bleibt, bevor die ganzen anderen Spinner ankommen, die ganzen Reichen, die sowieso komplett am Durchdrehen sind und auch anfangen, sich irgendwelche obdachlosen Kinder zu kaufen oder was weiß ich was. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, nee, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt und da passiert ja eh schon viel mit Kinderhandel. Es gab jetzt in Nigeria und Sri Lanka sind aufgeflogen so Fabriken, wo auch Frauen nur dafür da waren, Kinder zu zeugen und die dann verkauft worden sind. Ähnlich wie ich es eben beschrieben habe bei diesen Kulten, wo die Frauen da gehalten werden. Das Problem ist halt nur, da gibt es eine sehr hohe Dunkelziffer an solchen Fällen, wo diese satanischen Verbrechen stattfinden und diese Kreise halt tatsächlich Macht anstreben. Ja, es geht ihnen darum, sozusagen ein satanisches Weltreich zu erschaffen. Deswegen drängen sie halt auch in Positionen, die Macht bedeuten, rein oder kontrollieren zumindest mächtige Personen durch Erpressung, so dass es schon ein wichtiges Thema wäre, das zu verfolgen. Und ich habe zum Beispiel auch beim Bundeskriminalamt mal angefragt, ob ihnen das Thema bekannt ist, ob sie das verfolgen. Gab schon vor Jahren mal eine Anfrage von einem Experten da auf dem Gebiet. Und die haben mir jetzt auch wieder gesagt, wenn sowas vorkommt, dann tun wir das zwar so ein bisschen mit bearbeiten, aber als eigentliches Phänomen ist uns diese rituelle Gewalt nicht bekannt. Und das liegt vor allem auch daran, dass die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik, wo die Verbrechen erfasst werden, da kann man sozusagen gar kein Häkchen setzen, wenn da so ein Bezug mit Satanismus oder ritueller Gewalt ist. Das heißt, es wird gar nicht erfasst, diese Daten, wenn solche Verbrechen passieren und fließen irgendwo zusammen. Daher kann man gar nicht dieses Bild erkennen. Ja? Und scheinbar ist man da auch nicht bereit, was dran zu ändern, sodass jetzt schon seit Jahrzehnten, obwohl die Therapeuten auch in Deutschland im Detail über die Dinger Bescheid wissen, die kennen die Tatorte, die kennen die Täter, ja, und nichts passiert. Und oftmals wird den Betroffenen gesagt, das Beste ist, was du machen kannst, geh nicht zur Polizei, weil dann wird auch der Kult auf dich aufmerksam, wenn da Ermittlungen starten und du bist ja immer noch in deren Gewalt. Also die können denen eigentlich gar keinen wirklichen Ratschlag geben, wie sie sich verhalten sollen, um da rauszukommen. Das ist heftig. Ja, aber ist ja auch normal. Das hat man zum Beispiel an Snowden gesehen. Er hat für die Menschheit die Schandtaten der Ami, also der amerikanischen Regierung, aufgedeckt und wurde dafür bestraft. Er hat sein ganzes Leben verloren, seine Heimat, sein Zuhause und musste dann ins Exil nach Russland und dort ein bescheidenes Leben leben. Er hat nicht alles mal Deutschland aufgegeben. Gibt Asyl, ja. Nicht mal Deutschland ist bereit, da Asyl zu geben. Das ist doch klar, dass, wenn es sowas gibt, ist doch klar, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, ja komm, scheiß drauf, ich riskiere mal mein Leben. Ich gehe mal und berichte davon, wenn die wirklich so unter Druck gesetzt werden. Ja, das ist echt heftig. Wie gesagt, ich war am Anfang mega, mega ungläubig dieser Sache gegenüber. Ich habe bis jetzt zwar auch keine Beweise etc. gesehen, aber so wie du gerade berichtet hast, und ich werde mir definitiv auch nochmal die ganzen Links und so, die du mir schickst, durchlesen. Ich wollte aber komplett unvoreingenommen mit dir sprechen, als kompletter Unwissender, der absolut null in dieser Materie drin ist, teilweise auch unglaubwürdig, so, also ungläubig dem Ganzen gegenüber, weil ich es einfach nicht wahrhaben will. Mhm. Aber was ich mich dann wiederum frage, warum solltest du sowas erzählen? Warum sollten diese Therapeuten sowas erfinden und einfach Lügen in die Welt setzen? Ja. Also das ist meine Frage, die im Endeffekt übrig bleibt. Aber genau, so da muss man immer in der Tat aufpassen. Es gibt wirklich Spinner, die Unsinn erzählen. Es werden zum Teil auch gezielt falsche Informationen in Umlauf gebracht, um von anderen Themen abzulenken. Das gibt's auch. Aber hier ist es tatsächlich so, wie gesagt, ich schicke dir die Links nochmal zu. Das kann jeder für sich mal nachprüfen, ob da was dran ist oder nicht. Es sind seit Jahrzehnten Informationen, die vor allem von den Therapeuten verbreitet wurden, die mit diesen Betroffenen arbeiten, die halt im Detail übereinstimmen, was zum Beispiel diese Programmierung anbelangt, wo ein Mensch aufgespalten wird und dann die einzelnen Anteile programmiert werden. Die haben bestimmte Namen, diese Programmierung. Da gibt es bestimmte Techniken,
Foltertechniken, die da angewendet werden. Und die werden halt identisch berichtet von Therapeuten aus verschiedenen Ländern, die keinen Kontakt vorher untereinander hatten, sodass man da schon sehen kann, das sind keine Fantasien von Einzelnen, sondern das ist wirklich ein zusammenhängendes Bild, was sich da jetzt über die Jahre hin, was da aufgedeckt wurde. Das Erschreckende an der ganzen Sache ist ja, dass der Kollege von mir, auch unabhängig von dir, er kennt dich nicht, er kennt diese Theorien nicht, aber unabhängig von alledem hat er mir mal aus seiner Kindheit Sachen erzählt, wurde extrem emotional. Er scheut sich nicht davor, seinen Namen zu nennen. Er hat seinen Namen in dem einen Video genannt, wo die Schule war, mit allem drum und dran. Er steht mit seinem Leben dahinter, dass das stimmt, was er sagt. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist das Erschreckende absolut. Daran. Genau. Ihr kennt euch zu 100% nicht. Nee, wir kennen uns nicht. Wir berichten von denselben Aspekten. Ja. Dieser Jesse Marsen berichtet dasselbe. Viele andere, Sandra Rasch ist eine von wenigen Überlebenden, die offen darüber spricht. Also da gibt es schon zum Glück einige wenige. Und noch ein Punkt, wo man dran sehen kann, es kann gar nicht ausgedacht sein. Diese vielen Menschen, Überlebenden, wo die Persönlichkeit aufgespalten wurde, die wechseln ja tatsächlich ihre Persönlichkeit. Das heißt, wenn da so ein Wechsel stattfindet von einer Persönlichkeit zur anderen, das heißt, es kann sein, der ist in einem Moment ein Erwachsener, im nächsten Moment spricht er wie ein kleines Kind und verhält sich wie ein kleines Kind, weil dieser Persönlichkeitsanteil entstanden ist, während er als Kind gefoltert wurde, ja, und auf diesem Niveau dann geblieben ist. Der kennt auch nichts anderes. Und so ein Persönlichkeitsanteil, der kann nicht vorgespielt werden, weil das geht so weit, dass zum Teil da sogar unterschiedliche Krankheitsbilder sind. Der eine Anteil ist zum Beispiel kurzsichtig oder hat bestimmte Allergien, der andere nicht, ja. Das lässt sich nachweisen. Was? Oder sogar, ja, so weit geht das. Also wirklich wie in dem Film Split. Ich dachte, das wäre nur im Film, sondern aber das kann doch gar nicht sein. Das ist doch rein physikalisch, biologisch, anatomisch nicht möglich, oder? Es ist tatsächlich möglich, weil unser Unterbewusstsein extrem starken Einfluss auf unseren Körper hat. Ich bringe dir da ein Beispiel, was sofort zeigt, dass es geht. Nämlich der sogenannte Placebo-Effekt. Ja, hat jeder schon mal gehört? Das wollte ich gerade sagen. Ja. Und der ist wissenschaftlich ja völlig klar, deswegen das bei jedem neuen Medikament. Das funktioniert. Genau, ich erzähle vielleicht gerade nochmal, was es ist für diejenigen, die es nicht einordnen können. Man kann einer Person, die krank ist, eine Tablette geben und sagen, das ist hier ein neu entwickeltes Wundermittel, nimm das mal, es hilft dir sofort. Und tatsächlich nach ein, zwei Tagen geht es der Person besser, obwohl diese Tablette überhaupt keinen Wirkstoff enthalten hat. Ich erzähle dir mal ein besseres Beispiel. Ja. Mhm. Schwangerschaft bei der Geburt meiner Tochter. Meine Frau hat natürlich unnormale Schmerzen gehabt. Also man sagt, es gibt nichts Schmerzhafteres als die Schwangerschaft einer Frau. Und so wie sie nach der Schwangerschaft aussah, mit komplett Adern überall im Gesicht aufgeplatzt, überall rote Pünktchen und Flecken, also die hat Schmerzen des Todes gehabt und die hielt es nicht mehr aus und wollte ein Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, was aber die Hebamme nicht gegeben hat, weil sie meinte, das ist nicht gut. Wir hatten sowieso schon Komplikationen, aber sie hat behauptet, sie gibt ihr gerade was. Auf einmal war danach alles besser. Ja. Ohne Scheiß, da stehe ich mit meinem Leben dahinter. Das war genauso. Und nachdem unsere Tochter zur Welt kam, habe ich ihr das verraten. Die so, nein, die hat mir auf jeden Fall was gegeben. Ich so, nein, Schatz. Weil die meinte noch zu mir, sag nichts. Ich wollte gerade zu ihr sagen, das ist das. Das gibt es wirklich. Also, oder wenn man vor einer Klausur steht. Man hat eine Klausur, man macht sich selbst so viel Stress und so viel Druck, dass man auf einmal Bauchschmerzen bekommt. Ja, Krämpfe, Durchfall, Kopfschmerzen, alles. So komplett, man kriegt Krankheitsbilder wie bei einer Grippe zum Beispiel. Genau. Das ist das. Genau, das stimmt wirklich, dass es sowas gibt. Das ist der sogenannte, was du eben beschrieben hast, das eine war ja der Placebo-Effekt, das andere nennt sich Nocebo-Effekt, dass man sich, genau wie du sagst, halt auch selber krank machen kann. Und es ist in wissenschaftlichen Studien auch nachgewiesen, dass zum Beispiel ein Medikament, was in einem Land auf Rezept nur erhältlich ist und in dem anderen Land in jeder Drogerie wirksamer ist in dem Land, wo man es auf Rezept bekommt, weil die Leute halt denken, wenn ich erst zur Apotheke rennen muss, dann muss da ja eine große Wirkung stärker sein. Genau. Auch das ist in der Fachliteratur also eindeutig belegt, dass da, wie gesagt, Allergien, Kurzsichtigkeit bis sogar dahin, und da war selbst ich dann skeptisch, aber ich habe es zweimal gelesen,
von Therapeuten, die sagen, sie haben das so beobachtet, dass sogar bei dem Wechsel von einer Persönlichkeit zu der anderen sich die Augenfarbe geändert hat. Ja. Die Augenfarbe, ja. Dass das bei einer Persönlichkeitswechsel sich die Augenfarbe ändert, kann ich mir rein physikalisch, ja, oder keine Ahnung, wie man das nennt, biologisch, anatomisch, was auch immer, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, kann ich mir auch schwer vorstellen. Also ich kenne nur sozusagen aus der Literatur Aussagen von Therapeuten, die halt schreiben, sie haben das so beobachtet, gebe jetzt auch keinen Grund, warum sie es ausdenken, aber kann natürlich auch sein, dass sie sich vertan haben, aber ich sag mal, diese Dinge mit Allergien, Krankheitsbildern, sogar Blutbild, was sich verändert oder die Gehirnaktivität, wenn man da so einen Scan macht mit EEG, das ist tatsächlich im Einzelnen wissenschaftlich nachgewiesen, dass das mit diesen verschiedenen Anteilen dann wechselt. Ne? Das ist auch schon heftig genug. Ja, ja. Also ja, allein, ich tauche hier mit dir in Bereiche rein, die ich mir nicht mal vorstellen konnte. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn man es nicht hört, kann man sich sowas nicht vorstellen. Ja. Ist einfach eine Tatsache, aber ich finde es trotzdem mega, mega interessant. Ich habe auch versucht, so wenig skeptisch wie möglich zu sein und mich auf alles einzulassen. Einfach mal auf mich einwirken lassen. Es gibt noch viele, viele Themen, über die ich mit dir reden will. Ja. Weißt, es ist, nichts ist unmöglich, denke ich mir, auf dieser Welt. Nichts ist unmöglich. Ja, denk mal, das sollte ein guter Abschluss gewesen sein. Danke ich dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht sogar noch weitere Gespräche. Vielleicht gibt es noch mehr interessante Sachen auf der Welt da draußen, über die ich gerne genauer Bescheid wissen würde. Du bist ja sehr stark in einigen Themen in der Materie drin. Und man weiß halt nicht immer, kann ich dem und dem und dem im Internet glauben? Weil viele von denen haben überhaupt keine Ahnung von der Materie, von der sie reden, haben hier und da mal nur was gehört. Aber ich denke mal, du hast ja auch Bücher veröffentlicht dazu. Genau. Du hast die Quellen gesehen, du hast das ganze Zeug gelebt. Ja, ja, es ging so weit, dass ich bis hin mit der CIA hier Korrespondenz hatte und Anfragen gestellt hat, die mir beantwortet worden sind. Also ich bin da schon tief eingestiegen, aber ich möchte vor allem dir auch nochmal zum Abschluss danken, dass du mit dieser Offenheit und auch mit dem Mut rangegangen bist, dir sowas mal anzuhören und auch die Fragen zu stellen. Ich habe ja auch gesagt, finde ich gut, dass du nichts weißt und frag ruhig bei einem nach, hak bei einem nach, wenn dir was komisch vorkommt. Und dafür dir erstmal ganz großen Dank und Respekt. Ja, aber wie gesagt, Fakten muss ich mir noch alle reinziehen. Genau. Schickst mir noch die ganzen Links. Links schicke ich dir, genau. Werd mir die alle angucken, dann hat man alles schwarz auf weiß.